Die Honorarberatung nimmt in Deutschland immer mehr an Fahrt auf und der Investmentsektor steht dabei ganz klar im Fokus. Welche Rolle spielen ETFs dabei und wie sieht es mit den Strategien insgesamt aus? Das wollen wir besprechen mit Dieter Rauch, Gründer und Geschäftsführer des Verbund Deutscher Honorarberater. Danke für den Besuch in Frankfurt, Herr Rauch. Ja, wie sieht denn zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt so ein durchschnittliches Depot eines Honorarberaters überhaupt aus? Also man kann sagen, die Depots sind natürlich nicht homogen. Jeder Berater verfolgt andere Strategien, aber es ist ein klarer Trend zu erkennen in Richtung passive Produkte, also ETFs, börsengehandelte Indexfonds und reinen Indexfonds. Und der zeichnet sich sehr deutlich ab, nämlich etwa 60% der Zuflüsse bei Honorarberatern oder in den Depot der Honorarberater bestehen aus ETFs und Indexfonds. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese passiven Produkte, diese ETFs so gefragt sind? Ja, wenn man die Wertentwicklungen aktiver Fonds anschaut, auch die zuletzt so hoch gelobten vermögensverwaltenden Fonds, dann sieht man, dass kaum aktive Manager in der Lage sind, ihren Index zu schlagen. Und häufig liegt es eigentlich auch an den Kosten, die aktives Management verursacht. Und daher wählen Honorarberater natürlich immer die kostengünstigsten Lösungen mit den besten Ergebnissen aus. Und da ist man dann natürlich relativ schnell bei Indexfonds und ETFs. Letztendlich kommt dann noch die Wissenschaft hinzu, die ja auch belegt, dass aktives Management häufig versagt und dass der Investor, der den Markt letztendlich kauft, häufig überlegen ist. Wie wirkt sich denn das am Ende des Tages auf den Beratungsprozess des Honorarberaters aus, dieser Trend? Haben Sie da Erkenntnisse zu? Ja, in der Regel ist es so, dass ein Berater natürlich seine Anlagestrategien entwickelt. Die basieren dann auf letztendlich 5 Risikoklassen, verschiedene Anlagesummen, also Volumen, die angelegt werden. Ein Investor, der vielleicht nur 5.000 oder 10.000 Euro anlegt, hat natürlich nicht die große Auswahl wie jemand, der 100.000 oder 200.000 Euro anlegt. Zu guter Letzt kommt dann noch hinzu der Anlagehorizont, also Anlagehorizont, Anlagesumme und Risikoklasse, und darauf bauen eben Berater ihre Depots auf, sprich man kann da verschiedenste Lösungen sich zusammenbauen und die münden natürlich häufig in sehr, sehr vielen Strategien. Ich habe mir das natürlich im Vorfeld mal genauer angeschaut. Sie haben die 5 Risikoklassen angesprochen, aber dazu kommen die 3 verschiedenen Anlagehorizonte und mehrere Volumenstaffeln. Wenn ich in Mathematik aufgepasst habe, kommen da mehr als 50 unterschiedliche Strategien zusammen. Braucht man so viele und wie geht man überhaupt damit um? Ja, die Strategien sind eigentlich im Grunde genommen immer gleich pro Risikoklasse. Die Produkte werden erstmal durch ein Research ausgewählt und je nach Anlageklasse und je nach Anlagestrategie sind dann eben nach Volumen und nach Risikoklasse die Anteile letztendlich verschieden. Die Produkte können im Depot immer gleich sein. Aber Sie haben natürlich recht, wenn man es hochrechnet, kommt man relativ schnell auf 40, 50 verschiedene Möglichkeiten. Ne? Und die können Sie natürlich nur noch EDV-gestützt abwickeln. Wie sieht der Prozess dann aus? Wir bieten unseren Beratern ein Tool an, das nennt sich InvestAdvice, und der unterstützt diesen Beratungsprozess. Das heißt, der Berater hinterlegt für diese verschiedenen Strategien, für diese verschiedenen Ziele und Wünsche des Kunden die entsprechenden Portfolios, also Risikoklasse 1, 2, 3, 4, 5. Und kann dann im Prozess so vorgehen, dass er erstmal eine Risikoprofilierung mit dem Kunden erstellt, also erstmal feststellt, welches Risiko oder welche Verluste ist der Kunde bereit auch hinzunehmen, dann eben den Anlagebetrag und dann letztendlich auch den Anlagehorizont. Und in diesem Risikoprofil werden diese Fragen gestellt, was dann in einem Anlagevorschlag mündet, der letztendlich schon standardisiert hinterlegt ist und dem Kunden dann mit einem Portfolio, Steckbrief und einem Anlagevorschlag angeboten wird und dann letztendlich auch in die komplette Umsetzung mündet, also sprich die Transaktionen und die Formulare, die dafür notwendig sind, wie zum Beispiel Dokumentationen und so weiter, werden dann automatisiert über die Software erstellt. Also letztendlich ohne Software geht es nicht. Das ist jetzt das Momentum im Anlageprozess, aber was passiert denn danach? Es müssen ja auch Strategien überwacht werden und auch im Zweifel angepasst werden. Macht das dann der Mensch oder ist auch hier die Software für zuständig?
notwendig? Ja, die Software unterstützt den Berater natürlich, weil stellen Sie sich vor, Sie haben nur 100 Kunden, also wenige Kunden, und diese Kunden haben eben aus verschiedensten Strategien eben ihr Portfolio zusammengebaut. Und dann erwartet der Kunde natürlich, dass er auch unterstützt wird und auch betreut wird. Und genau diesen Prozess liefert der Berater auch softwaregestützt mit dieser Möglichkeit, die wir ihm bieten, vom Reporting angefangen, also Quartalsberichten, bis hin eben auch zur Verlustschwellenüberwachung. Wenn ein Depot mal aus dem Ruder läuft oder einzelne Werte aus dem Ruder laufen, erhält der Kunde natürlich eine Information und die ist dann letztendlich auch das Honorar wert. Das klingt jetzt wiederum recht einfach, ehrlich gesagt fast zu einfach beim komplexen Thema der Geldanlage. Ist es wirklich so einfach? Geldanlage muss nicht kompliziert sein, um einfach zu sein. Genau von diesem Märchen lebt eine ganze Industrie, ich würde es mal sagen, die Provisionsindustrie lebt davon, um es zu verkomplizieren. Honorarberater haben die Aufgabe, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Und da dient der Honorarberater letztendlich als Coach, um ihn beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen. Und wie man immer so schön sagt, es muss nicht kompliziert sein, um einfach zu sein. Könnte ein neuer Claim des Verbund Deutscher Honorarberater sein oder auch werden. Dieter Rauch war das Gründer und Geschäftsführer des VDH. Dankeschön für den Besuch in Frankfurt.